Hallo, liebe Dinosaurierfreunde. Heute weichen wir einmal ein wenig von dem üblichen Klemmbausteinen ab und schauen uns etwas an, was zumindest für den Erwachsenen sehr viel mehr auf Figuren getrimmt ist als alles das, was wir in Klemmbausteinen sehen. Und ja, wir sprechen vom Playmobil und den Überraschungen, die daraus entstehen oder damit entstehen. In diesem Fall handelt es sich um ein Set, das den Namen Dino Rise trägt oder zumindest aus deren Serie stammt und aus einem mechanisierten Stegosaurus, zwei kleineren Sauriern und drei Figuren besteht. Wir sprechen von Playmobils 10928 für 5- bis 10-Jährige, wie gesagt, mit zwei Figuren und zwei Dinosaurierfiguren und insgesamt 49 Teilen ausgestattet. Und wo wir gerade von Figuren sprechen, da hätten wir als erstes einen Dinosaurierwächter, den Saurierwärter, mit Motorradhelm, mit einem großen Schild, leider mit Aufkleber, mit einer Bedruckung vorne, hinten, Arme und Beine, dual molded mit den Füßen und ordentlich vielen Details in der ganzen Rüstung. Da können sich die eine oder andere Figur aus anderem Lager durchaus etwas abschneiden. Das zweite gilt für die zweite Figur, eine Mischung aus einem Kanalarbeiter und einem Wissenschaftler mit Augmented Reality Brille und nicht ganz so viel Farbvielfalt, aber durchaus auch genug davon und sehr interessanten Schuhen. Letztlich dann die beiden kleinen Dinosaurier mit Leuchtfarben, zumindest teilweise, und auch wieder sehr interessanter Bedruckung an der Stelle, durchaus halbwegs beweglich, trotz der Größe, sie sind in der normalen Figurengröße und ja, wahrscheinlich das Interessanteste für denjenigen, der vielleicht aus dem Zielalter inzwischen herausgewachsen ist. Werfen wir erstmal einen Blick auf die Box, nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Viel gezeigt vom Set, viel Dino Rise, etwas Playmobil dabei, ein paar andere Sets noch in der Werbung. Ansonsten nichts, vor dem man sich fürchten müsste und nichts, was man nicht schon mal irgendwo gesehen hätte. Außer der Einzelteilliste an der Unterseite des Ganzen. Dann ein kurzer Blick auf die Anleitung. Ja, man braucht für die modernen Playmobil-Sets tatsächlich eine Anleitung, denn immerhin sind es mindestens genauso viele Teile wie beispielsweise bei einem Megablocks oder Megaset. Natürlich ist hier noch ein bisschen Werbung dabei und hauptsächlich, was man zusammenbaut, ist nicht unbedingt das Hauptgefährt in diesem Fall, sondern mehr die Figuren und die gesammelten Einzelteile. Insgesamt sind es halt 49 und die wollen auch erklärt werden. Aber nun zum wichtigsten Teil des Ganzen. Was kann man damit machen? Das erste ist das Maul aufreißen, wobei dieses Maul auch gleichzeitig eine Art Katapult losjagt, wo dann mit Morgensternen geschossen werden kann. Dazu gibt es dann auch noch eine kleine Kiste mit Werkzeug und auch noch eine Art, ich hätte jetzt fast Geisterfalle gesagt, auf jeden Fall etwas, was dann wie ein Käfig aussieht, um etwas fangen zu können. Wie gesagt, Werkzeug noch dabei, Peitsche, Radkreuz, Schrauben, Schlüssel und vieles, vieles mehr. Dann haben wir zwei abschussfertige Raketen. Das Ganze lässt sich an der Stelle natürlich aufklappen und zuklappen. Ja, alle tot und nie wieder gefunden. Wie gesagt, das Ganze lässt sich alles aufklappen und zuklappen. Die Beine lassen sich bewegen, unabhängig voneinander. Und sie haben auch noch zusätzliche Gelenke. Und auch der Schwanz lässt sich ein wenig bewegen. Aber machen wir den ganzen Spaß mal auf. Leider ist dabei ein Stück vom Karton abgerissen. Man kann im Prinzip hier auch eindrücken, so wie man das ja teilweise auch bei Lego kann. Funktioniert genauso gut nicht. Da drin dann die Anleitung, pro Figur letztendlich eine Tüte und ganz zum Schluss halt das große Gefährt, der große Mecha, Stego, wie immer man ihn auch nennen möchte. Damit kommen wir dann zum Aufbau. Ich hatte wieder etliches an Hilfe dabei. Sehr viele Aufkleber, leider. Das passt eigentlich nicht so gut für diese Altersklasse. Und das nimmt auch den Hauptteil der Zeit ein. Deswegen haben wir auch eine etwas längere Aufbau-Session gehabt, zu dritt in diesem Falle, um dann nach und nach die gesamten Figuren vor allen Dingen zusammen zu haben mit ihren ganzen Tools und den Tools, die letztendlich an dem
Mecha dran gebastelt werden. Ja, was halte ich davon? Bei Playmobil ist der Spielwert ganz oben, zumindest für die Kinder. Aber in diesem Fall, zumindest was die Dinosaurier betrifft, denke ich, dass auch Erwachsene dort Spaß dran haben können. Vielleicht nicht unbedingt an den normalen Figuren, aber mit Sicherheit an den Dinosaurierfiguren. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass so ein Mann oder das entsprechende Mädchen dann das Set bekommt, nur damit Papa oder Mama sich die Dinosaurier ins Regal stellen können. Ja, das war's dann wieder einmal für heute. Wem das Video gefallen hat, der möge mir ein Like geben. Wem es nicht gefallen hat, möge mir das in die Kommentare schreiben. Und wer diese oder ähnliche Sachen, vor allen Dingen natürlich Klemmbausteine, jede Woche haben möchte, dem empfehle ich ein Abo. Damit viel Spaß beim Bauen, viel Spaß beim Schauen, viel Spaß beim Spielen. Und tschüss.